Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum weiteren Pickepie von mir. Heute geht es darum, was ist mit deiner Zukunft? Worauf sollst du vielleicht achten, damit in der Zukunft alles so wird, wie du möchtest? Manchmal ist es so, dass das Universum möchte, dass wir bestimmte Dinge erledigen, bestimmte Dinge tun, auf bestimmte Dinge achten, über uns hinaus wachsen und so weiter und so fort, sodass die Zukunft unseres ist, beziehungsweise wir die Zukunft auch gut managen können. Deswegen ganz, ganz wichtig, was haben Sie uns zu sagen? Welche Empfehlungen geben Sie uns mit? Und was sehen Sie vielleicht sogar für uns? Wir gucken mal. Du hast die Wahl zwischen vier verschiedenen Piles. Pile Nummer 1 haben wir den Amethyst. Guter, klassischer Amethyst. Pile Nummer 2 haben wir das Falkenauge. Falls ihr das seht, das ist so schimmernd, changierend. Kamera will es manchmal nicht so richtig ein. Also so ein bisschen wie ein Tigerauge, nur als Falke. Genau. Und Pile Nummer 3 haben wir das altbeliebte Buntkupfer, was einfach mega schön ist. Also wirklich hier. Und Pile Nummer 4 haben wir den Hämatit, auch Blutstein. Ja, also er sollte nicht in Berührung mit Wasser kommen, das ist definitiv. Aber früher, ich weiß noch, als Jugendlicher habe ich ein Hämatit getragen, weil der auch bei Frauen helfen soll, weil ihr wisst schon was. Okay. Dann packe ich euch jetzt die Timestamps in die Infobox, gebe euch die Auswahlmeditation und ihr könnt wieder in euch reinfühlen. Bis gleich. Hallo, Pile Nummer 1, wir schauen mal. Okay, Zukunft ganz wichtig, nicht kleiner machen, als du bist. Selbst wenn du verwirrt bist, nicht weißt, wie es weitergeht, weil das ist es. Lass dich nicht davon beirren, nur weil du vielleicht manchmal keinen Plan hast, weil du manchmal nicht weißt, wie es weitergeht, weil du manchmal nicht weißt, was richtig oder falsch ist, weil du verwirrt bist, heißt es noch lange nicht, dass der Plan oder das, was du tust oder da, wo es hingeht, nicht am Ende genauso funktioniert oder auf eine gewisse magische Art und Weise funktioniert. Ja, deine Kreativität ist auch gefordert. Fördere deine Kreativität, weil in der Kreativität liegt die Macht. Und Kreativität muss nicht heißen, du musst malen. Kreativität ist, du lässt deinen Gedanken freien Lauf, du kritisierst dich nicht, du hinterfragst nicht ständig alles, du denkst nicht, dass alle Ideen total blöde sind. Und die Ideen können ja auch sein, wie du was gestaltest oder wann du wohin gehst oder wen du triffst oder welchen Vertrag du unterschreibst, indem du offen bist für die Dinge, die im Leben passieren können. Kreativität ist im Fluss sein, mit sich verbunden sein, einfach mal fließen lassen, zulassen, sich Dinge erlauben. Ja. Und auch der Gerechtigkeitssinn. Kämpfe für die Gerechtigkeit in deinem Leben. Also ich weiß, es ist so, wir können nicht alles von heute auf morgen umbiegen, aber es ist wichtig, dass du für dich einstehst, dass du für dich kämpfst, dass du für dich Partei ergreifst, dass du zu dem stehst, was gut für dich ist und dass du auch sagst, hey, wenn vielleicht in der Vergangenheit Dinge passiert sind, will ich nicht mehr, dass die in meiner Zukunft passieren und dann meide ich eben Dinge oder eben sag genau, was Sache ist. Und manchmal mögen das die Leute nicht, weil sie dann sagen, jetzt sei doch mal nicht so anstrengend oder jetzt lass doch mal los oder jetzt verzeih doch mal oder was auch immer. Wir dürfen das tun, worauf wir Lust haben, wenn wir merken, es tut uns gut. Gerade auch was Beziehungen angeht, weil wir kriegen hier die Waage rein und auch ein Finn, der dabei ist und gerade interessiert ist an eurem Kartenbild, wird sich da drauf gesetzt. Natürlich wird sich da drauf gesetzt. Hi Finn. Hast du auch noch was zu sagen? Möchtest du auch? Nein? Okay, also es war ein kurzer Besuch. Es war fast so eine Bekräftigung mit dem Hintern aufgestempelt, so wie, ja, das vertrete ich auch und das wollte ich euch nur noch mal sagen und so viel dazu, weil rote Katzen sind sehr eigenwillig und haben ihren Kopf, also ist auch an dieser Stelle noch mal eine Bestätigung an euch, dass ihr genau das tun sollt, euch durchsetzen, eigenwillig sein und wenn ihr auch keinen Plan habt, wie vielleicht euer Liebesleben weitergeht, auch da bitte offen sein für die Liebe euch selbst gegenüber, seid nicht so hart mit euch, kritisiert euch nicht die ganze Zeit und seid nicht so gemein. Ja, ihr habt innere Stimmen. Ich sage immer, innere Stimmen klingen wie wir, also wie du.
Ja, deine Stimme klingt wie du, nicht wie jemand Fremdes. Und der Verstand klingt genauso wie du. Deine Intuition klingt wie du und der Verstand klingt wie du. Alles klingt wie du. Und deswegen ist es schwierig, oft das auseinanderzuhalten. Aber da kommen die Gefühle ins Spiel. Weil unser Körper kommuniziert auch über die Gefühle in Kombination mit dieser Stimme. Hast du zum Beispiel eine Stimme, die dich anschreit, die gemein ist, die kritisch ist, die dich ständig hinterfragt, die dir ständig Vorwürfe macht? Das ist meistens der Verstand. Das ist nicht deine Intuition, die schreit nicht, die brüllt nicht, die ist nicht gemein. Die kann auch belehrend sein, aber auf eine positive Art und Weise. Ein bisschen wie so ein Lehrer, der sagt, hey, probier doch nochmal das und das. So sanft, wisst ihr, wo man denkt, okay, gut, ich probiere es. Und nicht so, nicht so schnurrisch. Also alles, was klingt wie irgendjemand, der dich schon mal angeschnurrt hat, wie vielleicht deine toxischen Eltern oder toxischen Leute, die du kennst, dass der Verstand kopiert die Außenwelt. Und deswegen wissen wir manchmal nicht, was in uns da jetzt eigentlich los ist. Wie gesagt, ein Bauchgefühl würde dich nie anschreien oder eine Intuition würde dich nie anmeckern. Die können höchstens sagen, da geht's lang, dort geht's lang, das solltest du tun, das solltest du nicht tun. Aber das ist immer in so einem recht nüchternen Stimmlage. Das ist es auch, du sollst dich mehr ausleben, mehr du sein. Weil dann wird auch deine Zukunft besser. Oft warten wir auf diesen entscheidenden Punkt, endlich nach vorne zu gehen. Aber eigentlich können wir heute schon Dinge verändern und heute schon Dinge tun, die uns gut tun oder die uns Freude machen. Und wir müssen nicht immer auf diesen einen Moment warten. Und manchmal warten wir auch in Anführungsstrichen vergebens auf diesen einen Moment, weil ein anderer Moment kommen würde. Es ist gar nicht der Moment, auf den wir warten. Es ist was anderes. Aber wir wissen manchmal nicht davon. Das ist auch. Verzichte bitte darauf, dich mit anderen zu vergleichen, mit anderen in Konkurrenz zu gehen. Auch wenn andere in Konkurrenz mit dir gehen. Wenn jemand dich doof findet, dann findet er dich doof. Wenn jemand denkt, du bist dumm, dann lass ihn das denken. Du musst nicht um jeden Preis allen Menschen oder irgendwelchen Menschen beibringen, dass du es nicht bist. Jemand, der denkt, dass du dumm bist, der denkt das. Ja, und wenn er irgendwann anderer Meinung sein würde, durch was auch immer, seine eigene Beobachtung oder weil er merkt, er hat einen Fehler gemacht, ist okay. Aber du musst Menschen, die ein schlechtes Bild von dir haben oder immer wieder ein schlechtes Bild von dir haben oder immer wieder kritisieren, die musst du nicht überzeugen. Meistens sind diese Menschen sich sehr bewusst, was sie da tun und entscheiden auch bewusst. Deswegen spar dir die Energie, spar dir den Kampf. Das tut zwar dem Ego weh, weil kein Mensch möchte als irgendwie dumm, unwissend, blöd irgendwas abgestempelt werden. Aber ich kann euch sagen, in meinem Leben habe ich das ein oder andere Mal gedacht, eigentlich ist es gar nicht so blöd, wenn Menschen das von einem denken, weil dann lassen sie einen oft in Ruhe. Ich hatte dieses Phänomen, in meiner Familie wurde sehr oft konkurriert, was zum Beispiel das Kochen angeht. Wer ist der beste Koch? Wer kann am besten kochen? Bla 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 bla. Immer Kritik, immer Nörgelei, nie war was gut genug. Und ich habe irgendwann gemerkt, ich habe keine Lust auf den Kampf, ich habe keine Lust auf die Diskussion, ich habe keine Lust auf den Stress. Ich kann einfach nicht kochen. Stimmt zwar nicht, aber nach den Aussagen der anderen konnte ich ja anscheinend nicht kochen, jedenfalls nicht für sie gut genug. Natürlich kann ich kochen, natürlich konnte ich Dinge tun, aber ich hatte keine Lust mehr auf den Kampf. Also war ich ab da jemand, der nicht kochen konnte. Zwar haben sich die Leute lustig drüber gemacht, aber ich hatte meine Ruhe. Ich habe für mich einfach Frieden gefunden, indem ich einfach dachte, ja, ich muss mit euch nichts mehr zusammen machen. Ich muss nichts mehr beweisen. Und das ist es. Manchmal ist es ganz gut, in den Augen anderer nicht so toll zu sein, damit sie auch nichts verlangen können. Das ist zwar in dem Moment, wie gesagt, für das Ego nicht so angenehm, aber gleichzeitig gibt es dir inneren Frieden und Freiheit, weil bei den Menschen willst du eh nicht glänzen. Du willst mit den Menschen eigentlich überhaupt nichts zu tun haben und du willst auch nichts beweisen. Deswegen, ich habe das Gefühl, einige von euch ähnlich vom Prinzip her haben die Qualität oder das Talent des Wahrsagens und du musst ihnen nichts beweisen. Manchmal sagt man auch den Menschen die Zukunft voraus. Man weiß manchmal gar nicht, dass man es tut, aber man tut es. Und dann sind Leute so wie, ja, beweise es doch und bla bla. Du musst niemandem was beweisen. Du musst niemandem irgendwas. Glaub einfach an dich. Und wenn jemand sagt, du kannst nicht wahrsagen, dann ist es auch okay. Dann denkt er das halt, dann ist das für ihn in Ordnung und dann musst du nicht kämpfen. Ja, kämpfe nicht. Also ich habe zwar gesagt, kämpfe für deine Gerechtigkeit, aber guck, wo es sich lohnt. Ja, mach das nicht willkürlich, mach es nicht bei, wo du das Gefühl hast, das ist immer seit 1000 Jahren gefühlt immer dasselbe. Guck, wo du deine Energie sparen kannst. Das ist auch ganz wichtig, klarer Kopf. Und das heißt, nicht zu viele Gedanken, nicht zu weit in die Zukunft gehen oder am liebsten manchmal gar nicht in die Zukunft gehen. Mal dir nicht immer aus, wie die Zukunft läuft. Ja, atme mal durch und sei im Hier und Jetzt und guck erst mal. Und ganz oft gibt uns das Universum für alle Probleme, die kommen, Lösung. Wir bleiben nie alleine, wir müssen nur hinhören. Ja, deswegen ganz wichtig, lerne dich nicht mehr abzulehnen. Weil das ist so eine Energie, die bekomme ich hier so ein bisschen.
du, die dich ablehnt oder der sich ablehnt, weswegen auch immer, weil du denkst, du bist nicht gut genug oder du hast vielleicht nicht alles richtig gemacht oder keine Ahnung, du denkst vielleicht, du spinnst und du kannst gar nicht wahr sagen. Es können 5000 Gründe sein. Ganz wichtig für die Zukunft, keine Panik kriegen, sich nicht kleiner machen, als man ist. Verzichte auf Menschen und Umstände, die nicht gut tun. Hör auf, dich abzulehnen. Fang an, dich mehr auszuleben. Hör auf die innere Stimme und sei so kreativ, wie du nur kannst. Und wenn du ein bisschen am Rad drehen willst, dann tust du das. Solange du niemandem damit schadest, ist alles gut. Und ja, das ist das, was ich in Peil Nummer 1 für dich durchbekommen habe. Falls du ein Reading buchen möchtest, dann findest du das auf meiner Website. Falls du mir eine Spende zukommen lassen möchtest, habe ich einen PayPal-Link in der Infobox oder auf meiner Website eine Möglichkeit. Und schau auch bei Bastelria vorbei. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Hallo, Peil Nummer 2. Ihr habt das Falkenauge gewählt. Und wir schauen mal, was für euch wichtig ist für die Zukunft. Frieden, innerer Frieden. Aber gleichzeitig haben wir auch die Turbulenzen, interessant. Aber über den Turbulenzen stehen, das ist eigentlich ganz gut. Ihr seid friedfertige Wesen, ihr wollt Harmonie, ihr wollt, dass alles gut wird. Ihr sehnt euch nach Frieden, ihr sehnt euch nach innerer Harmonie. Es ist vielleicht nicht immer sofort machbar. Aber lasst euch von den Herausforderungen nicht runterziehen, lasst euch nicht beirren. Das gehört zum Spiel des Lebens dazu, das soll ich euch sagen. Das gehört alles zum Spiel des Lebens dazu und ihr werdet die Probleme bewältigen, die ihr da gerade habt. Ihr werdet Dinge für euch schaffen und ihr werdet auch wieder nach vorne gehen können, wie euch es passt. Es ist momentan vielleicht schwierig oder ihr habt immer mal wieder Stolpersteine, aber lasst euch nicht dadurch verunsichern. Ihr findet auch in eure innere Macht. Ich glaube, ihr findet vor allen Dingen in eure innere Macht, wenn ihr euch vertraut, wenn ihr euch nicht verunsichern lasst und wenn ihr merkt, dass euer ganzes Leben lang sich Dinge geregelt haben. Selbst wenn Dinge katastrophal waren, die Angst, die Panik ausgebrochen ist, haben sich Dinge letztendlich doch immer wieder geregelt. Vielleicht ist das auch ein Thema in eurem Leben bis jetzt gewesen, dass ihr das schwarze Schaf wart oder das schwarze Schaf geworden seid, entweder auf der Arbeit, im Familienleben, Freundschaft, wo auch immer. Vielleicht neigt ihr dazu, dass wenn irgendwas bei euch ist, einfach es immer wieder auf euch geschoben wird. Und ich kann euch sagen, es ist okay, das schwarze Schaf zu sein. Meistens sind das die Menschen, die einfach einen Durchblick haben, die wacher sind als andere, beziehungsweise einfach Zusammenhänge gut erkennen können. Nicht jedes schwarze Schaf ist immer ein guter, also sagen wir mal ein guter. Ich habe auch schon einige toxische Menschen erlebt, die sich als schwarze Schaf bezeichnet haben und gesagt, oh, ich arme oder ich armer. Ich rede von den schwarzen Schäfern oder Schafen, nicht Schäfern, die zum Beispiel anfangen zu sagen, hey, was läuft hier eigentlich? Und die Wahrheit benennen und die ihre Beobachtung kundtun und die sagen, so will ich das nicht mehr oder so behandelst du mich nicht mehr oder ich mag das nicht mehr, wie es läuft. Und ja, die Menschen fangen aber an, dann dich zu kritisieren, dich auszugrenzen, dich auszuschließen. Und das ist etwas, eigentlich bist du gewohnt, damit zu leben. Ich glaube, manche sind gewohnt, damit zu leben und eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Also es ist natürlich unangenehm, wenn man sich vergleicht. Aber wenn man bei sich bleibt, einfach nur bei sich, dann lebt man sein wahres, authentisches Ich und eigentlich geht es dir gut. Eigentlich musst du keine Angst haben. Das ist es auch, du bist erwünscht auf Planet Erde, falls du das Gefühl hast, du gehörst nirgends hin. Gerade wenn man mit diesem schwarzen Schaf-Thema aufwächst, denkt man immer, man gehört nirgends hin. Das Leben meint es nicht gut mit einem, aber ich kann dir jetzt schon sagen, dir wird es gut gehen. Ja, du bist auch wichtig, aber auch deine Einstellung, dass du weißt, dass du ein Teil des Ganzen bist und dass du hier erwünscht bist, macht dich auch wichtig, dass du, also wisst ihr, was ich meine, jetzt nicht so im Ego, dass man denkt, boah, ich bin der wichtigste Mensch auf diesem Planeten, das nicht, so wie manche Menschen das manchmal von sich denken, aber dass du sagst, du bist ein Teil dieser ganzen großen Kette und du hast eine Funktion und nichts von dem, was du tust, ist sinnlos und dass du, ja, Dinge auch versuchen darfst, das ist es auch, weil wir haben ja nicht ohne Grund den Löwen, dass man spielt, dass man sich ausprobiert, dass man sich was traut, dass man lacht, dass man lebt, dass man lernt während der ganzen Zeit, weil im Spielen lernt man. Also jedes Mal, wenn man ein Spiel gespielt hat, hat man ja auch ein bisschen was gelernt bei dem Spiel oder man hat eine Taktik gelernt oder man hat beobachtet, wie spielen die anderen und welche Taktik könnte man anwenden, egal ob das Kartenspiel, Mensch, ärgere dich ist, nicht ist, Monopoly oder was auch immer, was es für Spiele gibt, ist ja auch immer eine Lernlektion dabei, deswegen du darfst auch mehr Spaß haben. Das ist es auch, was du dir erlauben sollst. Selbst im Chaos, selbst wenn alles am Wirbeln ist, selbst wenn alles vielleicht gerade katastrophal wirkt, darfst du Spaß haben.
Ja, oft sind diese Themen, die du da gerade hast, auch Prüfung. Nicht nur du hast eine Prüfung, sondern du prüfst auch andere. Das ist übrigens auch das Prinzip des schwarzen Schafes. Du forderst heraus, du eckst an. Menschen lernen durch dich. Menschen sind manchmal mit deiner Energie, fühlen die sich unwohl. Und ich meine nicht, dass du jemand bist, weil ich kriege mit, dass es jetzt Menschen gibt, die so sagen, ja, ich ecke an und ich trigger und das ist nun mal so und Pech und bla und so läuft das halt und dafür bin ich geboren. Ich finde, wenn jemand triggert, triggert er Heilungspunkte. Also es geht vor allen Dingen, was ich meine, darum, dass Menschen bestimmte Punkte bei sich ignorieren oder wissen, dass sie eigentlich an der oder anderen Stelle gemein zu sich sind, sich nicht gut tun, fies sind oder sich zu hart rannehmen, sich zu kritisch begutäugen. Und dann komme ich und ne, sag bestimmte Sachen und derjenige wird wütend, weil entweder nimmst du es gar nicht wahr, dass du es getan hast, oder dich nervt dich, dass das jemand sagt, oder du hast vielleicht eine gewisse Vorgehensweise, durchs Leben zu gehen. Und dann prüfst du oder dann prüfen wir beide gerade, wie das Leben ist. Ich prüfe dich, indem ich dir sage, hey, schau mal ein bisschen bei dir und du prüfst dich selbst, aber auch die Situation um dich oder was du fühlst, was du sein willst, ob du noch weiter zuhören willst oder was auch immer. Ich habe das Gefühl, das Leben prüft uns immer, ob wir mit den Informationen was anfangen können. Und es gibt halt, wie gesagt, Menschen da draußen, die machen sich das zunutze und sind einfach nur gemein, fies und hinterhältig und verpacken das dann als diese Situation, die ich hier mit euch mache oder die ihr vielleicht sogar mit anderen Leuten macht. Und deswegen muss man da immer aufpassen, dass es nicht dasselbe ist. Es gibt da draußen Menschen, die nutzen das einfach nur aus. Sie sagen, ich bin gemein. Wenn du dich getriggert fühlst, hast du halt Pech. Und so funktioniert das nicht. Diese Menschen sind einfach nur gemein. Das hat nichts damit zu tun, dass jemand nur getriggert ist. Das ist leider in der Spiritualität so verkorkst irgendwie. Das hat irgendwann irgendjemand für sich zu eigen gemacht, dieses Prinzip, dass jederzeit jemand getriggert werden kann und dass jemand anderes absolut gar nichts damit zu tun hat. Aber es ist so, kommt jemand mit dem Hammer und haut auf deinen Kopf und du hast ein Problem, dann kann man ja nicht sagen, oh ja, also derjenige hat halt, ne, also die Delle im Kopf ist halt entstanden, weil er sich halt getriggert gefühlt hat. Also wisst ihr, was ich meine? Vom Prinzip jetzt grob gesprochen, andere Menschen können noch einfach nur Blödsinn machen, können einfach nur doof sein, können einfach nur unwissend sein. Dumm, einfach nicht so, was auch immer. Und deswegen lass dich bitte von so jemandem nicht beirren. Lass dich auch nicht ärgern, lass dich auch nicht betiteln, lass dich nicht runterziehen. Du wirst oft geprüft vom Leben, ob du zu dir stehst oder nicht. Und manchmal kann es sehr herausfordernd sein, manchmal ist es nicht so herausfordernd, aber ich habe das Gefühl, du wirst diesen Weg meistern. Ja. Und das ist es. Du bist auch ein Balsam für die Seele. Und ich glaube, du solltest dir auch Gutes tun. Du sollst auch dir ein Balsam für die Seele sein. Also indem du dir Dinge erlaubst und indem du Dinge genießt und indem du auch akzeptierst, dass manchmal, wenn du aneckst, dass das eine Lernaufgabe für alle ist und dass auch manchmal das Anecken auch eine Lernaufgabe für dich ist. Weil manchmal fühlt man sich schlecht, wenn man aneckt, manchmal fühlt man sich fies, gemein, fühlt sich so, wie ich will. Das ist zu mir schon auch der Unterschied. Wenn du irgendwo aneckst, du fühlst dich vielleicht schlecht. Du fühlst dich vielleicht schuldig. Du hast das Gefühl, das hätte ich nicht tun dürfen. Oder ne, das ist ja auch das, warum man unter diesem schwarzen Schafprinzip so leidet, weil man merkt, man macht sich durch seine eigene Art zum Außenseiter, aber gleichzeitig ist es das, wofür du hergekommen bist. Du sollst die Wahrheit sprechen. Und gleichzeitig hast du aber Gefühle, gute Gefühle, also so gute Gefühle, weil du möchtest, dass es allen gut geht. Und das unterscheidet dich von den Leuten da draußen, die sagen, mir ist das alles total egal. Deswegen lass dich nicht in dieselbe Kategorie stecken wie die anderen. So, das war's für Peil Nummer 2. Falls ihr euch noch zu einem anderen Peil hingezogen fühlt, schaut es gerne an. Falls ihr ein Reading buchen möchtet, findet ihr das auf meiner Website. Verlinkt in der Infobox genauso. Falls ihr mir eine Spende zukommen lassen möchtet, habe ich einen PayPal-Link. Es geht über YouTube oder auf meiner Website. Schaut doch gerne bei Bastelria vorbei. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Hallo, Peil Nummer 3. Ihr habt das Buntkupfer gewählt und wir schauen mal, was für dich in der Zukunft wichtig ist. Rudelführer, sich nicht von der Vergangenheit beirren lassen, keiner Illusion oder Projektion mehr glauben. Manche von euch neigen dazu, Menschen besser zu machen, als sie sind. Manche verlieben sich ganz schnell, manche neigen dazu, zu denken, sie haben die große Liebe gleich getroffen und nicht alle, weil manche von euch sind ja verheiratet, vergeben etc. Aber ihr neigt manchmal dazu, nicht hinzugucken. Aber auch in Freundschaften oder auch im Beruf, auf einmal freundet ihr euch mit Arbeitskollegen an. Nichts gegen Arbeitskollegen, das meine ich nicht. Ihr braucht da euch jetzt keinen Kopf machen, ihr dürft euch ruhig mit Menschen anfreunden. Aber
Vielleicht gibt es so Menschen, wo ihr schon die ersten Warnzeichen seht, aber ihr ignoriert das, weil ihr denkt, ah, ich kann doch nicht gemein oder fies sein. Du bist nicht gemein und fies. Du weißt eigentlich, wo es lang geht. Du bringst sehr viel Erfahrung mit in dieses Leben. Du hast auch schon sehr viel erlebt und du darfst dieses Wissen auch anwenden. Und du darfst auch deine Meinung kundtun. Und ich habe auch das Gefühl, Menschen fühlen sich grundsätzlich bei dir eigentlich sehr wohl, auch wenn du vielleicht schon andere Erfahrungen gemacht hast, aber Menschen fühlen sich bei dir sehr wohl. Und du bist aber auch jemand, der direkt sein kann in seiner Art und das passt manchmal Leuten nicht. Und deswegen, selbst, sagen wir mal, die toxischsten Menschen würden sich bei dir wohlfühlen, aber sie mögen es halt nicht, wenn du sie outcallst, ne? Wenn du ihnen sagst, was Sache ist oder was los ist. Lass dich nicht von der Vergangenheit bremsen. Das, was in der Vergangenheit passiert ist, wird sich in der Zukunft nicht wiederholen. Vor allen Dingen nicht dann, wenn du die Augen öffnest und klar siehst. Ja, das ist auch ganz wichtig, an dich zu glauben, dir Vertrauen zu schenken, deinen Ideen, das ist die Angst vorm Versagen. Ich glaube, das ist sowas deswegen die Vergangenheit. Vielleicht hast du deiner Meinung nach versagt. Vielleicht hast du Dinge für dich nicht richtig gemacht. Vielleicht denkst du, du hättest alles anders machen müssen. Aber Versagen gehört zum Leben dazu und es ist eigentlich kein Versagen. Das ist es. Jemand anderes, ich habe das oft schon in meinem Leben erlebt, Menschen, die außenstehend waren oder auch in der Familie, jemand, die einfach nur fies sein wollten oder einfach nur, ja, einfach einen schlechten Tag hatten und dann waren sie so wie, du hast versagt, so ungefähr. Und vielleicht habe ich nur eine schlechte Note geschrieben oder vielleicht haben Dinge nicht geklappt oder irgendwas zu Hause hat nicht geklappt. Und sofort war dieses Gefühl von, ich bin ein Versager, ich versage, ich kann Dinge nicht. Aber ganz ehrlich, so oft habe ich auch gelernt durch das Versagen, wie ich was ändern kann. Oder manchmal war Versagen auch wichtig, weil ich müde, kaputt war. Na und dann ist es halt so. Dann konnte ich es halt nicht. Heute war die Leistung drin, die ich heute bringen konnte. Und wer weiß, was morgen ist oder in der Woche. Manchmal kann man auch einfach gar nicht. Ich verstehe nicht, wie man immer alle Menschen miteinander vergleicht, obwohl wir alle nicht gleich sind. Es dürfte eigentlich überhaupt gar nicht dieses Maß an Vergleich geben. Höchstens, wie empathisch man ist oder wie mitfühlend man ist oder wie sehr man, ne, für andere mit da ist. Obwohl, da können manche auch übertreiben. Da gibt es auch einige Narzissten, die im Außen sehr viel machen und zu Hause ihre Mitmenschen böse, wirklich böse behandeln. Deswegen, weißt du, wann du ein Versager bist, wenn du kein Herz hast? Weißt du, wenn du ein Versager bist, wenn du kein Mitgefühl hast, wenn du aber auch nicht für dich sorgst und auch nicht für dich da bist? Und ja, wenn ich jetzt überlege, dann war ich definitiv auch schon Versager mir gegenüber. Ich habe mich nicht respektiert, ich war für mich nicht da, ich habe mich nicht unterstützt. Und das könnte man als Versagen bezeichnen, so wie man hat nicht für sich gesorgt. Aber es ist kein, oh, du musst jetzt irgendwie auf den Boden fallen und dich total irgendwie ja, hat dir wehtun, sondern du darfst auch einfach weitergehen. Dinge passieren, shit happens, ja. Deswegen, Dinge haben manchmal auch einen Sinn. Ich sage, manchmal muss auch irgendwas kaputt gehen, auseinandergehen, muss nicht funktionieren. Und das hat trotzdem einen Sinn. Wir denken immer nur, alles, was erfolgreich geht, alles, was immer nur glänzt. Nee. Aber das verstehen viele nicht. Und man hört halt sehr viel die Masse, die es nicht versteht. Und das ist halt, ne, so eine Dauerschleife. Wenn man es überall hört, hört es der Verstand und der wiederholt den Mist. Also hat man die Stimme auch noch in sich, die es wiederholt. Und das ist das Problem meistens. Vielleicht ist es das, vielleicht ist es, wird es interessant, dass ich, weil ich habe ja gesagt, lass dich nicht aus der Vergangenheit beeinflussen oder von der Vergangenheit. Manchmal macht man bestimmte Dinge wie in der Vergangenheit, vielleicht ein bestimmtes Verhaltensmuster, eine bestimmte Art und Weise, wie zum Beispiel, ne, jemand ruft dich an und du willst eigentlich gar nicht mit demjenigen reden. Du hast gar keine Lust, mit dieser Person zu reden, aber aus Gewohnheit gehst du immer wieder ans Telefon. Und dann hat man so eine Art Ritual, so wie, ich muss ans Telefon gehen oder ich muss jemandem was geben, wenn er mich fragt, ob er was haben kann. Du musst gar nichts. Wenn du jemandem was nicht geben willst, gibst du es nicht. Wenn du jemandem was nicht leihen willst, dann leihst du es nicht. Aber manchmal aus Gewohnheit, weil man es halt so kennt, macht man das. Ja, Kindheit, genau das. Aber es ist auch interessant, weil wir hier auch fünftes Haus haben, was für die Kinder steht. Du darfst kindlicher an Dinge rangehen. Und Kinder sind ehrlich und direkt. Ich weiß nicht, wenn ich so Kinder beobachtet habe und auch mich zurückerinnere, ich habe mich vielleicht als Kind auch verknallt, aber ich wusste auch, Jungs sind manchmal blöd. Mädchen könnten auch blöd sein, aber wisst ihr, was ich meine? So, man hat gesehen, wer einen nervt. Und man war nicht so illusorisch und hat sich einfach nur irgendeine Fantasie ausgedacht. Das kam dann erst später, als man dann so viel Schmerz in dieser Welt ertragen musste, dass man sich dann regelrecht manchmal in Liebe oder in irgendwelche Dinge geflüchtet hat. Und ich habe irgendwie das Gefühl, du sollst wieder dieses brutal ehrliche Kind sein, was einfach ja, die Wahrheit sieht und auch beim Namen nennt und
keine Angst davor hat. Das ist es. Kinder haben einfach, also so Kinder, die die Chance dazu haben, haben einfach keinen Filter. Und ja, vielleicht ist es nicht an jeder Stelle immer gut, aber so prinzipiell schon. Das ist es auch. Glaub daran, dass auch deine Wünsche wahr werden. Und ich meine jetzt nicht so nur diese materiellen Wünsche, wenn jemand sagt, oh, ich will unendlich reich sein. Kann auch ein Wunsch sein. Steht dir total zu. Überhaupt kein Problem. Aber dass du auch vertraust, dass diese Wünsche kommen, weil das ist auch interessant, dass wir das Zusammenliegen haben, Wunsch und Versagen. Ja, sehr oft hat man einen Wunsch und denkt, ach, der klappt eh nicht. Vielleicht sogar, weil Dinge in der Kindheit nicht gekommen sind, weil man das immer wieder erlebt hat, weil vielleicht immer wieder irgendwas nicht geklappt hat. Oder man als Kind vielleicht auch gemerkt hat, ich kann noch nicht selber entscheiden, ich bin noch zu jung. Und das prägt einen. Und dann denkt man, wenn man älter ist, ach, was soll sich schon geändert haben? Das Leben ist halt das Leben und es ist immer alles gleich. Ist es aber nicht. Das ist es. Du wirst Zufriedenheit erleben, auch wenn du dir das vielleicht nicht vorstellen kannst. Vielleicht ist es auch etwas, was du dir vorstellen kannst. Aber ich soll dir nur sagen, verrenn dich nicht in irgendwas. Du wirst zufrieden sein, ohne irgendwelchen Schnickschnack. Und ich sehe aber auch, du wirst dein inneres Kind mehr ausleben. Und das hat auch einen Sinn, das hat einen höheren Sinn. Ja, für die Zukunft ist es wichtig, auch mal nicht so wichtig zu sein. In der Zukunft ist es auch wichtig, nicht alles als sinnvoll zu verstehen. Also du weißt, es ist sinnvoll, aber du musst nicht immer gleich den Sinn dahinter erkennen. Weil früher hatte ich auch mal so eine Phase, ich wusste zwar, alles hat einen Sinn, aber ich wollte dann unbedingt den Sinn sofort wissen. Und das ging gar nicht, weil die Situation sich noch gar nicht ergeben hat, dass ich den Sinn begreifen konnte. Ich konnte ihn dann wirklich manchmal Monate, Jahre später erst begreifen und war so, oh mein Gott. Also man darf auch locker lassen und auch die Zeit seine Geschichte erzählen lassen. Ja, also mach dir keinen Kopf. Führung ist auch wichtig. Führung, Dinge durchschauen. Der Wolf durchschaut Dinge, der beobachtet, der ist auf jeden Fall clever. Also sei clever, trau dir clever zu sein. Gerade Frauen trauen sich oft nicht clever zu sein. Warum auch immer wir das nicht dürfen. Aber ihr dürft es. Ja, seid clever, selbst wenn es anderen nicht passt. Okay, meine Lieben, das ist das zu Paar Nummer 3. Falls du dich noch für einen anderen Paar entscheidest, schau den gerne an. Falls du ein Reading buchen möchtest, findest du ihn auf meiner Website. Alles verlinkt in der Infobox, genauso wenn du mir eine Spende zukommen lassen möchtest. Auch ein PayPal-Link ist in der Infobox oder auf meiner Website eine Möglichkeit. Wir sehen uns bald wieder. Schaut gerne bei Bastelrea vorbei. Wir sehen uns. Bis dann. Hallo, Paar Nummer 4. Ihr habt den Hämatit gewählt. Wir schauen mal, was wichtig für die Zukunft ist. Gleichgewicht. Harmonisches Zusammenleben mit dir und jemand anderem oder eben auch in dir. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass du deine weibliche Seite auslebst, dass du dir vertraust und dass du dich auch kreativ zeigst. Interessant, wir kriegen zwei Luftzeichen Widder. Luftzeichen Widder. Das ist das typischste. Ich lasse es. Okay. Wahrscheinlich wegen der Waage, weil die gegenüber vom Widder liegt. Waage, Zwillinge. Wir kriegen die Vergangenheit. Vielleicht kommt jemand aus der Vergangenheit, vielleicht ist es jemand, der dir aus der Vergangenheit begegnet, der in der Zukunft für dich wichtig ist, weil ich sehe Altes, Verborgenes, tief Verschlungenes. Das kann für den einen oder anderen Seelenpartner sein, das kann eine alte Erinnerung sein, es kann etwas, eine Energie sein, die jetzt zum Tragen kommt. Das kann aber auch bedeuten, dass du jemand aus der Vergangenheit vielleicht nochmal aus diesem Leben begegnest. Pass ein bisschen auf, wir haben hier einen Vortäuscher. Und auch beruflich. Also in deiner Zukunft sollst du die Augen offen halten, was den Beruf angeht. Ist auch interessant, dass wir die Kommunikation haben, weil der Magier, also Zwillinge und Magier, gehört für mich irgendwie zusammen, weil das ist so dieses, du erzählst was, aber es muss nicht immer die Wahrheit sein. Es kann auch sein, dass du manipulieren möchtest oder jemanden im Glauben lassen möchtest. Auch beruflich gesehen, pass ein bisschen auf, dass jemand dich nicht an der Nase rumführt. Geh deinen eigenen Weg, lass dich da nicht austricksen, vertrau dir da. Ja, Dinge müssen Hand und Fuß haben. Beziehungen müssen Hand und Fuß haben. Interessant, auch die Waage steht auch für Rechtsgeschäfte. Also für jemanden, dass du einen Vertrag eingehst, dass du mit jemandem Unternehmen aufbaust oder im Arbeitsvertrag kann das auch sein. Etwas, was du für dich machst. Ja, das ist auch interessant, dass wir hier falsche... Ich sag ja, wir haben hier den Magier. Ein Vortäuscher. Also entweder ist es jemand aus der Vergangenheit. Interessant, was ich gesagt habe, Seelen. Aber ich habe das Gefühl, der Seelenpartner, der aus dem früheren Leben kommen sollte... wie soll ich das sagen? Ich habe ja schon gesagt, ich stehe nicht so auf diese Begriffe, die es so gibt, Dual, Zwillinge und etc. Interessanter, aber dass wir einen Zwilling haben. Also wir alle, die an Zwillingsseelen und sowas glauben. Das ist euer Hinweis, falsche Person. Jemand, der nicht in eurem Leben sein sollte.
Ja, also vielleicht ist es für euch, vielleicht ist es ja auch nicht immer für mich. Also vielleicht ist es einfach eine Botschaft für die, die daran glauben und die das jetzt hören sollten. Ja, du wirst es dir leisten können, diese Person nicht in dein Leben zu lassen oder aus deinem Leben zu katapultieren. Vielleicht willst du auch, dass jemand dich in Ruhe lässt. Interessant, erst dachte ich, es geht in diese Richtung, jemand begegnet dir und ihr findet einander, aber ich habe fast das Gefühl, da kommt jemand auf dich zu, der vielleicht noch, ich will nicht sagen, eine Rechnung mit dir offen hat, aber vielleicht jemand, der denkt, er kann dich vielleicht vereinnahmen. Vielleicht hast du auch das Gefühl, da ist sogar schon jemand in deinem Leben. Lass dich da bitte nicht von beirren. Es können manchmal sogar berufliche Menschen sein. Ist ganz komisch. Ich habe das so oft schon erlebt in meinem Leben, dass ich irgendwo gearbeitet habe und dann waren da Personen, die mich wie vereinnahmt haben, die mir dann das Gefühl gegeben haben, ich muss jetzt alles machen, was sie wollen und ich muss aber jetzt auch ihnen zuhören und am liebsten irgendwie, keine Ahnung, es war so ein ganz komisches Gefühl von, es ist auf einmal wie Heimat, wie zu Hause, aber gleichzeitig ist es auch hochtoxisch gewesen und irgendwie so eine Energie kriege ich hier, dass du dich von sowas auf gar keinen Fall beirren lässt und deinen eigenen Weg gehst und vielleicht sogar der ein oder andere beruflich für sich sein eigenes Ding macht, weil das fühle ich ja auch. Und vielleicht will ja jemand reisen, vielleicht betrifft es jemand, der eine Reise vorhat oder auch berufliche Reise, vielleicht auch da eine Veränderung. Das kann auch was sein. Was auch immer diese Person hier ist, wer das hier ist, das wirst du durchstehen. Also du wirst es durchstehen, du wirst es überstehen, du musst dir da keinen Kopf machen. Es wird gut enden. Also falls du dich jetzt hier durch die Sache, ne, weil das war jetzt schon so ein bisschen energetisch, wo man denkt, oh, wer kommt denn da? Und aua. Aber die Sachen werden gut enden. Und das ist es. Es wird Trauma aktiviert. Es wird nochmal was hochkommen. Es wird nochmal ein Schmerz hochkommen aus der Vergangenheit. Und darum geht's. Manchmal kommen diese Personen in unser Leben, damit wir uns endlich dem Thema widmen können. Oder einem Teil des Themas oder einer Facette des Themas, welches wir noch nicht abhandeln konnten. Und das, ja, bewältigst du dann. Und es ist vor allen Dingen, es geht immer um Heilung, es geht immer darum, dass es dir danach besser gehen wird. Und deswegen, du wirst dich dann noch mehr auf dich fokussieren, mehr auf die Gegenwart oder auf das, was für dich kommt. Du wirst die Vergangenheit loslassen können und du wirst dein Ding machen, weil so fühlt sich das hier so ein bisschen an. Du wirst dein Ding machen können und diese Person wird dir gar nichts anhaben können. Aber das geht um dich. Es geht darum, wie sehr du dich nicht blenden lässt und wie sehr du dich auch nicht veräppeln lässt und wie sehr du dich auch selbst nicht veräppelst, weil manchmal neigen wir ja dazu, uns selbst ganz schön, ich will nicht sagen zu belügen, aber wir neigen manchmal dazu, nicht hingucken zu wollen, wenn jemand offensichtlich vor unserer Nase rumtanzt und wir fühlen und spüren, da ist irgendwas nicht richtig, aber wir denken dann, wir dürfen das vielleicht nicht, wir dürfen nicht urteilen, wir dürfen nicht kritisieren, aber wir dürfen. Ja, gerade in der Spiritualität wird sehr oft Kritik oder negativ sehen oder was auch immer, immer so als, ne, als nicht lichtvoll betrachtet, was ich absolut überhaupt nicht sehe, weil das ist absoluter Quatsch. Wir sind lichtvoll, wenn wir die Wahrheit sehen, wir sind lichtvoll, wenn wir zu uns stehen, wir sind lichtvoll, wenn wir unsere Dinge durchleben, auch Trauma bewältigen und wenn wir ehrlich mit uns sind und unseren Mitmenschen und das ist viel lichtvoller als alles andere, was da erzählt wird. Und deswegen, du schaffst das, was auch immer das ist. Wie gesagt, wir haben das Beziehungsthema, wir haben die Vergangenheit, wir haben einen, der hier ein bisschen rumtäuscht, wir haben die berufliche Situation, es können auch Finanzen sein. Vielleicht will jemand was von dir, vielleicht hast du jemandem was gegeben, vielleicht kommt ein Thema, dass jemand unberechtigterweise was von dir haben möchte. Vielleicht willst du aber auch weg, raus aus dem Ganzen, das könnte auch ein Thema sein. Ja. Das ist jetzt das, was ich in Peil Nummer 4 reinbekomme. Falls du dich noch zum anderen Pein gezogen fühlst, schau den gerne an. Falls du ein Reading buchen möchtest, findest du das auf meiner Website, verlinkt in der Infobox. Und falls du eine Spende zukommen lassen möchtest, habe ich einen PayPal-Link oder andere Möglichkeiten auf meiner Website. Schau gerne bei Bastleria vorbei. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut.